Ich habe noch nie in meinem Leben Nudeln gemacht, ich kann das nicht. Erster Kontakt zu der Hündin, da habe ich mir gedacht, wo bin ich denn gekommen? Lucic sitzt immer hier, weil wir streiten, auf dann sitzt er hier und dann streiten wir. Courtside Inside mit mir, Marco Pešić, FC Bayern Basketball. Hallo, herzlich willkommen. Kommt rein. Normalerweise habe ich in Deutschland meiste Zeit in Berlin gelebt und das ist mein Kiez hier, Schwabing, Münchner Freiheit. Und meiner Karriere gibt es nicht viele Sachen. Das Einzige, was es gibt, das ist bei meinem Sohn im Zimmer. Mein Wohnzimmer, alles von meiner Frau gestaltet. Wenn ich abends nach Hause komme, muss die Couch, wie soll ich sagen, bequem sein. Ich esse da drauf, ich schlafe darauf. Sobald ich in einer Horizontale bin ich weg. Das ist unsere kleine Küche. Mein Kühlschrank, ganz wichtig. Hier Suppen, Cola Zero, ein bisschen Joghurt essen. Und das war es, meine Frau, exzellente Köchin. Ich habe noch nie in meinem Leben Nudeln gemacht. Ich kann das nicht. Wenn mein Sohn und ich hier alleine sind, dann kocht Luca. Mhm. Weil ich kann das einfach nicht und ich versuche es auch nicht. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, um mir Kaffee zu holen, sehe ich immer die gleichen Leute, duzen und umarmen wir uns alle. Servus, hi. Ist das einer von deinen Kaffeefreunden? Ja, ja, ist einer von meinen Kaffeefreunden. Ja, tatsächlich ist es so. Warum wohnt dein Papa da in der Nähe? Hat das auch einen familiären Grund? Ich kann einfach von dem nicht flüchten. Ich habe keine Ahnung, der hat... Man muss transparent sein. Er verfolgt mich. Wir sind ja so selten zum gleichen Zeitpunkt hier. Immer wenn du Zeit findest. Ja, genau. Immer wenn ich Zeit finde. So. Über was reden denn Vater und Sohn? Nie über Basketball. Wir reden eigentlich fast ausschließlich über Basketball. Was mir nie gefällt, ist, 24 Stunden mit dem Basketball. Ich versuche ihm immer irgendwas zu sagen. Im Prinzip akzeptiert in diesem Moment nichts, aber dann er geht nach Hause, dann denkt ein bisschen, dann sehe ich in seinen Augen, das hat er akzeptiert. Mehr oder weniger. Genau. Ich hätte es nicht besser erklären können. Ja. Ich muss weiter, ich kann nicht mehr. Ich muss immer in Bewegung machen. Immer in Bewegung. Auf geht's zum Audiodrom. Ich erzähle dir eine Geschichte, wie mein erster Kontakt mit Uli Hoeneß war. Und zwar mich hat nach München der Bernd Rauch geholt. Und dann saßen wir bei ihm im Büro und Herr Hoeneß war in seinem Büro. Und dann ruft ihn der Bernd Rauch an, wir sollten uns kennenlernen. Und dann sagt er, Bernd, bist du verrückt? Was willst du mit dem Stevic? Er meinte, Stevic von, der war damals bei 1860 Sportdirektor. Uli, das ist nicht der Stevic, der Pešić ist es. Und das war mein erster Kontakt zu Herrn Hoeneß. Und da habe ich mir gedacht, wo bin ich denn gekommen? Und natürlich, wenn damals mit Bernd Rauch und dann mit Uli Hoeneß und auch heute mit Herrn Heiner, das sind alles Persönlichkeiten. Für mich ist das, wenn ich mit denen zum Abend oder Mittag esse, ist ja wie ein Symposium an der Universität. Also ist wie ein Lehrgang. Es ist unglaublich, wie viel man lernen kann. Das ist mein Bunker, mein Büro. Ja. Kommt rein. Ich bin nie im Büro, fast nie, weil ich nichts im Sitzen machen kann, leider. Nur wenn ich es muss und dann laufe ich die ganze Zeit rum, bin bei der Mannschaft, bin oder bei Daniele, bei Andrea, bei den Mitarbeitern und so laufe ich die ganze Zeit durch den Audiodrom rum. Und das ist eine Macke von mir. Lucic sitzt immer hier, weil wir streiten, auf dann sitzt er hier und dann streiten wir. Ich habe so eine App, die misst die Schritte. Diese Woche, das ist Montag, 19,3 Kilometer bin ich gegangen. Dienstag 16,4,
18,4 vorgestern. Gestern war natürlich Rekord. 24 Kilometer. Ich muss an dieser Stelle sagen, das schönste Moment eigentlich insgesamt war, als Paul Zipser dieses Problem hatte im Sommer und als der dann auf dem Weg zur Besserung war und dann irgendwann hier nach drei Monaten angefangen hat, ein bisschen was mit dem Ball zu machen. Und das war für mich der schönste Moment in meinen 10,5 Jahren hier. Weil daran merkt man, dass Gesundheit natürlich so etwas Wichtigeres gibt als Basketball. Und dass Paul wieder auf dem Weg der Besserung ist, ist etwas, was mir und uns allen so viel bedeutet, dass es für mich eigentlich das Schönste ist. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.